Hi Leute, das ist Sanu hier in Warhammer 40k Space Marine 2 zu leveln. Das kann manchmal ein bisschen dauern, besonders wenn man auch Rüstkammerdaten braucht für seinen Charakter und wenn man gerade mehrere Charaktere hochzieht. Aber es gibt eine Mission, danke an Chappy für den Tipp, die man spielen kann, wo man nicht viel Downtime hat, beziehungsweise wo man die meiste Zeit über nahezu alle Gegner ignorieren kann, nur ein bisschen kämpfen muss und wo das Ende wirklich recht einfach ist, wo man einfach vier, wie bei hier in dem PvP-Modus Herrschaft, einfach kleine Gebiete einnehmen muss, also kleine Stellen einnehmen muss und danach ist die Mission beendet. Und ich zeige euch den ganzen Run, den ich gemacht habe. Ich wollte das Ganze solo starten mit meinem Charakter und der war Level 12 zu dem Zeitpunkt, mein Aufklärer. Und ja, das Ganze war ziemlich geil, hat auch dann am Ende funktioniert. Ich habe mit Bots gestartet, weil die rennen einem schnurstracks hinterher und tun die Gegner ein bisschen ablenken. Das ist ganz geil. Und am Ende kamen dann noch ein paar Randoms hinzu. Und ja, dann ging es Schlag auf Schlag. Ich zeige euch auf jeden Fall den Weg, den ich gelaufen bin, wenn ihr den nachlaufen wollt. In der Gruppe natürlich, ne, ist das deutlich angenehmer. Deswegen, wenn ihr da ein paar Kumpels habt oder so, mit denen ihr laufen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch zusammen machen. Müsst ihr nicht auf gnadenlos erst, könnt ihr das einen runterstellen. Die Mission ist super schnell erledigt und gibt richtig gut XP auf entsprechendem Schwierigkeitsgrad. Und ihr habt halt die Chance auf Rüstkammerdaten. Dafür, ja, rollt ihr euch die ganze Zeit durch die Gegend, aber wir schauen uns das Ganze jetzt an. So, ihr seht hier mir, ich habe hier erstmal die Schwierigkeitsgrad umgestellt auf gnadenlos. Klar, dann kriegt man die Warnung, dass das Level zu gering ist für einen. Und dann starten wir mal durch. Ich habe es schon schneller gemacht, damit wir nicht hier die ganzen 18 Minuten durchballern. So, in die Mission durch und dann rennt ihr einfach komplett hier durch. Die Bots folgen euch, wenn sie nicht mal rumspacken, dann folgen sie euch eigentlich recht gut oder teleportieren sich zu euch, wenn ihr keine Zeit mehr habt. Hier die ganzen Mobs könnt ihr komplett ignorieren. Hier auf der rechten Seite, ich laufe jetzt dran vorbei, auf der rechten Seite könnt ihr mal gucken, da kann eventuell was liegen. Auch hier ganz rechts auf der Seite, da kann auch mal was liegen, ne? Also das solltet ihr checken, ob da eventuell Rüstkammerdaten oder sowas liegen oder eine Gensaat zum Beispiel. Die könnt ihr da bekommen. Ich bin jetzt einfach, wie gesagt, der allererste Run. Wir haben schon ein paar weitere gemacht. Die liefen dann besser. Dann haben wir auch geguckt, ob irgendwo Daten zu finden sind. Und bleibt dann hier im Aufzug. Rennt dann raus. Und hier links könnt ihr auch nochmal gucken, wo die Mobs waren. Ja, natürlich, ne? Klar, gucken, dass ihr ein paar Boni mitnimmt, für die Rüstung zu stärken oder Stimpacks, die braucht ihr. Hier könnt ihr auch ganz rechts, ich renne jetzt zwar hier weiter, aber rechts könnt ihr so einen kleinen Weg runtergehen. Dann kommt ihr auch ungefähr an den Spot, wo ich gleich hier runterspringe. Und auch dort kann eine Gensaat oder ähnliches liegen. So, springt ihr hier runter, quasi hier rechts davon. Dann springt ihr hier runter. Und ihr seht schon, ne? Ihr könnt an den meisten Gegnern einfach schön locker dran vorbei laufen. Rollen ist hier absolut euer Freund. Ihr habt ein schönes, ein kleines Window, wenn ihr rollt, dann kriegt ihr nicht allzu viel Damage, manchmal überhaupt keinen Schaden. Und so kommt ihr natürlich durch die Abschnitte hier richtig gut durch. So, warte, bis die Mobs da sind. Dann müsst ihr hier kämpfen. Tatsächlich, da führt kein Weg dran vorbei, weil ihr müsst den Chaos-Altar hier einnehmen. Hier könnt ihr aber auch links von dem Altar, könnt ihr euch da in die Richtung, wo ich gerade gucke, könnt ihr auch schauen, in einem Eck da können auch entsprechend Rüstdaten oder ähnliches liegen. So, wenn ihr es eingenommen habt, holt ihr das Auge raus, macht es kaputt und dann könnt ihr, je nachdem, ja, die Gegner müsst ihr platt machen, wie gesagt, und dann könnt ihr daran vorbei. Die Hexer, die gehen mir richtig drauf, ne? So, die sollten noch erste Priorität sein, wenn ihr die angreift. So. Dann genau, sobald die Gegner alle platt sind. Melter ist halt absolut brutal, ne? Bin mal gespannt, ob sie die nerven oder die anderen einfach anpassen. So, dann ist der Weg hier frei.
Könnt euch, wie gesagt, noch ein bisschen umschauen hier, noch ein bisschen Rüstungsboost. Rennt denn hier durch. Geht dann hier nochmal hin, dann kriegt ihr dann nochmal Munition. Ne? Also, wenn ihr an so einen Spot kommt, wo ihr aber euer Loadout wechseln könnt, könnt ihr auch das gleiche Loadout wieder nehmen und werdet dann nochmal komplett aufgefüllt. Hier müsst ihr auch kämpfen. Hier ist immer unterschiedlich, was hier los ist an dem Spot, aber ihr müsst halt, wie gesagt, in dem Kreis hier bleiben, müsst den einnehmen und müsst auch hier dann seht ihr gleich wieder das Auge rausnehmen und müsst es kaputt machen, damit es weitergeht. Hier noch ein Hexer, da war natürlich richtig Pech. Aber ging tatsächlich ganz gut und ihr seht, ne, mit meinem Level 12er und Bots dabei, ging es recht gut auf gnadenlos. Ne? Wie gesagt, mit anderen Leuten ist auch besser. Hier rechts auf der Seite neben dem Aufzug könnt ihr auch nochmal gucken, da kann eventuell auch was liegen. Und dann geht ihr in den Aufzug, fahrt dann hoch. So, geht dann hier weiter und dann hier auch einfach durchhuschen. Ihr seht, was hier los ist, ne? Ihr müsst echt aufpassen. Mit der Melter kriegt ihr ja viele Gegner auf einmal weggeklatscht, das ist ganz geil. Hier könnt ihr auch einfach durchlaufen. Ihr habt hier links, wenn ihr gleich in dieses Becken kommt, also da unten, ne? Ich renne jetzt hierher, aber unten in dem Becken sind ganz links und rechts so nochmal so kleine Altäre. Da kann auch was liegen. Da auch einfach mal hinrollen und schauen, ob ihr da was findet. So, dann geht's hier weiter. Einmal vorbei an den ganzen Mobs und dann seid ihr schon hier, könnt ihr euch hier nochmal auffüllen. Könnte ich jetzt eigentlich ein ziemlich guter Spot, wenn da Gegner kommen, könnt ihr die schön hier nacheinander auseinandernehmen. Müsst aber, wie gesagt, nicht alle machen, rennt dann hier weiter und dann kommt ihr zu dem Aufzug. Und hier hatte ich, hier kamen dann zwei Randoms rein. Und das hat mich tatsächlich am Ende dann auch den Arsch gerettet, ne? Ihr wisst ja, hier müsst warten, bis sie auf der Plattform sind. Die Plattform fährt dann hier runter und dann müsst ihr die Gegner hier auf der Plattform, die müsst ihr platt machen. Das wird sonst richtig übel, wenn ihr da versucht, die ganze Zeit hin und her zu rollen. Die anderen Jungs haben auch gut Gas gegeben, das war super. Und dann sind wir auch schon quasi beim Endkampf. Also das ist echt fix erreicht, ne? Hier nochmal kurz mitnehmen, was ihr könnt. Dann das Auge kaputt machen und dann seid ihr hier in dem Spot, wo ihr verschiedene Ebenen habt. Ihr müsst halt vier Altäre einnehmen und dort das Auge, wie gesagt, kaputt machen. Nachdem ihr den vierten kaputt gemacht habt, ist die Mission schon vorbei. Das ist halt echt geil. Ihr müsst ein bisschen aufpassen hier. Der Drache schießt mit Chaos-Energie auf euch. Ne? Schaut, dass ihr hier die entsprechenden Spots einnehmt. Wie gesagt, Rollen ist definitiv euer Freund. Ihr könnt so einige Gegner könnt ihr ignorieren, je nachdem wie schnell ihr seid beim Einnehmen. Aber hier ist dann Nummer 3, die variieren auch von den Plätzen her, wo die Altäre sind. Also die sind nicht immer an der gleichen Stelle. So, und hier ist dann der vierte. Und ihr seht gleich, wenn der eingenommen ist, dann ist die Mission beendet. Und es gab richtig gut XP, nahezu 2000 XP und das ist richtig viel in Space Marine 2. Und ja, damit ist die Mission beendet. Leute, ich sag vielen lieben Dank fürs Anschauen. Lasst mir gerne Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt dann nochmal sehen, was es an Belohnung gab. Ciao, macht's gut.